Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte die Gelegenheit auch an diesem Tagesordnungspunkt. Entschuldigung, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich entschuldige mich ausdrücklich. Tut mir leid. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle, genauso wie wir das gestern bei der Entsenderichtlinie getan haben, für mehr Europa zu werben. Das Zulassungsverfahren um Glyphosat zeigt, dass wir hier mehr Europa brauchen und nicht weniger. Der Schlüssel in der Tat für die Pestizid- und Herbizidreduzierungsstrategien liegen auf europäischer Ebene, und ich möchte die Bezüge deutlich machen und dafür werben, sich hier für Veränderungen einzusetzen. Landwirtschaftspolitik ist in der Tat die europäischste Politik auf der einen Seite. Gleichzeitig ist aber das Vorsorgeprinzip, das in Deutschland insbesondere mitentwickelt worden ist, auf europäischer Ebene in geringem Maße verankert. Ich will Ihnen das deutlich machen, wenn es darum geht, beispielsweise Produkte zuzulassen. So kann sich ein Konzern in Europa aussuchen, in welchem EU-Land das entsprechende Produkt zuerst bewertet wird und daraus dann ableiten, ob weitere Zulassungen erfolgen. Also das Erfahrungswissen des Konzerns, ein Land auszuwerten, gibt die Richtung vor. Zum Zweiten sind die Konzerne in Europa selbst dafür zuständig, Zulassungsprüfungen durchzuführen für ihre Produkte und weniger unabhängige Wissenschaftler, die das dann prüfen können. Also Transparenz und Zulassung sind der Schlüssel für eine gesamte Strategie, die notwendig ist, um Pestizide und Herbizide zu reduzieren. So hat die Europäische Kommission selbst in ihrem Bericht zum Aktionsrahmen der Gemeinschaft für eine nachhaltige Verwendung von Pestiziden ausgeführt, dass die bisherige Strategie nicht abschließend erfolgreich ist, weil sie im Großen und Ganzen freiwillig erfolgt. Was wir also brauchen, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das ist sehr wichtig, dass wir neben einem Zulassungsrecht auch ein Anwendungsrecht bekommen. Auch das ist in dem Bericht der Europäischen Kommission angedeutet. Ein Anwendungsrecht, was dazu führt, am Ende des Tages den Einsatz von Pestiziden und Herbiziden insgesamt zu reduzieren. Deshalb an dieser Stelle noch mal ausdrücklich das Werben dafür, sich auf europäischer Ebene für eine Veränderung der Zulassung und die Einführung von Anwendungsrecht einzusetzen, um so auch die Wettbewerbsbedingungen Europa in diesem Bereich auch aus Vorsorgegründen für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu stützen. Und am Schluss der Debatte möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass es natürlich auch ein aktuell bedeutsames Kartellverfahren in Brüssel gibt, was explizit mit Nordrhein-Westfalen und nordrhein-westfälischen Interessen zu tun hat, nämlich die Frage der Fusion von Bayer und Monsanto. Wer möchte, dass ein zukunftsweisender Konzern mit Perspektiven auch zukünftig in Nordrhein-Westfalen einen guten Standort hat und gute Wettbewerbsbedingungen, der muss sehr aufmerksam gerade dieses Kartellverfahren verfolgen, weil hier insbesondere auch die Weichenstellung im Verhältnis von Landwirtschaft und entsprechende Anwendungen von Mitteln zukünftig gefasst werden. Deshalb an dieser Stelle die Bitte und den Appell, insbesondere die europäischen Maßstäbe zu stärken und die Verbraucherinnen und Verbraucher und die Vorsorge in den Mittelpunkt der Debatte zu rücken. Herzlichen Dank.